Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur guten alten Schild Nuzlocke. Ja, wir sind in Part 3 mittlerweile angekommen. Zuletzt haben wir im Pokémon-Labor unseren Pokédex bekommen und einige nice Pokémons gefangen, die wir hier ja nochmal in voller Pracht betrachten können. Kugel, Matty, Loco und Paxi sind jetzt hier mit am Start und ich habe mega Bock drauf, die auch noch auszuprobieren. Jetzt werden wir allerdings erstmal in den etwas höher gelegenen Teil kommen, beziehungsweise... Nee, hier kommen wir nicht lang, ne? Nee. Sah so aus, als könnte man hier vielleicht auch nochmal irgendwie versteckte Items oder so holen, hier bei diesem Wegelein und so. Aber ja, wir gehen mal zu Hopp. Sanja hat den Pokédex auf deinem Smartphone installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich so ein Pokémon-Center auf. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, werfen wir mal einen Blick hinein. Mir nach, Flo. Alles klar, Hopp, alles klar. Ich muss immer wieder stehen, ihn Hopplo zu nennen, ne? Es ist nicht günstig gewählt, das Hopp und Hopplo. Alter, drei Theken jetzt hier. Aber es gab schon immer drei Bereiche, ne? Bloß den einen hat man immer ignoriert. Das Pokémon-Café. Ich bin gespannt, ob man da mittlerweile irgendwie... Was ist das für ein Pokémon? Sieht mega nice aus. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon-Center, Flo? Nein, ich kenne mich schon aus. Ey, mega gut, dass man diese Sequenzen überspringen kann. Na, dann muss ich dir ja nichts mehr erklären. Ey, danke dafür. Seht ihr das Rotom da oben? Oder dieses Rotom-ähnliche Pokémon? Das ist ja noch ein neues, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ey, wie gut sie hier so verschiedene Sachen introducen und anteasern und... Alter, ich will mehr wissen. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Flo, ich gehe schon mal zu Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist, ja? Mach ich, Hopp, mach ich. Bruder, was bist du? Sei gegrüßt, womit kann ich dir helfen? Ist das einfach ein PC, Rotom? Aber normalerweise würde das doch im Gerät stecken, oder? Du kannst deine Pokémon in den PC-Boxen der verschiedenen Pokémon-Center aufbewahren. Besuche ein beliebiges Pokémon-Center, um Pokémon aus deiner Box zu holen. Okay. Sind die Boxen hier einfach? Ja, wie viele gibt es? 8 gerade mal, okay. Kann man aber, glaube ich, mehrere wieder freischalten. Übersicht suchen, okay. Und oben kann man mit X auch nochmal irgendwas machen. Items, Kampfteams. Ah, es gibt auch wieder Kampfteams, okay. Wie viele Kampfteams gibt es? 6, okay, schade. Ich dachte, das hätten sie noch ein bisschen erweitert. War ein mega gutes Feature. Aber mehr als 6 wäre halt noch geil. Also so irgendwie 20 oder so. Aber vielleicht werden die auch erweitert, wenn du alle Teams voll machst oder so. Who knows, who knows, who knows. So, warte mal. Mit Y können wir auch noch Standard einfach viele bewegen. Ah, okay. Das ist das. Also hier muss man dann immer bestätigen, wenn du eins aufnehmen willst. Hier nimmst du sofort eins auf und hier kannst du viele auf einmal bewegen. Okay, I see. Ist also sehr ähnlich geblieben, nur das Design hat sich ein bisschen angepasst. Wilde Pokémon können zwar gefährlich, halt dieses... Ist das ein Galar-Ordoch vielleicht oder so? Sieht so ein bisschen danach aus, aber es könnte auch einfach ein neues Pokémon sein. Ich suche jetzt übrigens in jedem Pokémon Galarmon, ne? nur damit ihr Bescheid wisst. Wilde Pokémon können zwar gefährlich sein, aber nur so lange, bis du sie fängst. In den richtigen Händen hat jedes von ihnen das Potenzial, ein zuverlässiger Partner zu werden. Servol. Ich bin ein ansprechender Partner. Nee, ich will mit dir nicht reden. Ich will mit dem Pokémon da sprechen, aber ich kann nicht, ne? Wenn da so ein... Text drüber ist, dann kann ich, glaube ich, mit denen nicht sprechen. Ich bin ein Ansprechpartner in Sachen Pokémon. Einen Namen bewerten, an eine Attacke erinnern, eine Attacke vergessen. Das kannst alles du machen. Also Namen ändern, Attacke erinnern und Attacke vergessen. Und ist das dann in jedem Pokémon-Center so? Wenn ja, ist das insane gut. Ich helfe deinen Pokémon gern dabei, sich an eine Attacke zu erinnern, die sie bis zu ihrem jetzigen Level theoretisch hätten erlernen können. Ich will mal gucken, ob Chimpap vielleicht irgendwas Cooles kann. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich wird es nur die Sachen können. Ich sehe keine Attacken. Ja, okay. Schade, aber nice. Und ich will wissen, Servol. Heißt es dann einfach Servol? Oder irgendwie so in die Richtung? Weil Voldi sagt ja auch immer Woll. Also es könnte ja ein Servol-Kun sein oder so. Keine Ahnung. Ah, wo wären wir nur ohne die Pokémon-Center? Hier kannst du deine Pokémon heilen lassen, so oft du willst. Und das sogar kostenlos. Ja, wäre eigentlich ein mega gutes Feature, wenn du... bezahlen müsstest für Pokémon-Center-Heilungen.
Mehr Zeug, wofür man Geld braucht, wäre schon geil irgendwie. Andererseits auch nervig, aber ich weiß nicht, ja. So, hier haben wir einen Supermarkt, Trank, es gibt einfach keine Pokebälle zu kaufen. Warum gibt es keine Pokebälle zu kaufen? What the fuck? Okay. Interessant. Oder bin ich blöd? Aber ich sehe auch... Doch, da sind doch Pokebälle im Regal. Hä, bin ich doof? Man kann echt keine Pokebälle kaufen, oder? Also ich versuche auch zur Seite zu gehen oder so. Nö. Gibt's einfach nicht. Okay, das ist irritierend. Aber Pokémon Center war gerade ein Ereignis, Leute. Also zwei neue Pokémon da drin gesehen. Also eins und so eine Rotom-Form. Könnte natürlich auch Galar-Rotom oder so sein. Aber I don't know. Kennst du die Pokémon-Professorin? Sie genießt ein ruhiges Leben in ihrem Haus am See. Morgens weckt mich mein Pokémon auf. Abends bringe ich mein Pokémon ins Bett. Ich kann mir ein Leben ohne Pokémon nicht vorstellen. Ich auch nicht, Alter. Ich auch nicht. Das ist mein Life. Ich habe gehört, dass Dylan einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ. Na klar ist er das. Hallo, wie wäre es mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Oh, man kann Beeren kaufen. Also, ich meine, die Beeren bringen nichts. Also, nicht viel, aber 50% Beeren oder so kaufen zu können, wäre halt schon insane. Das wäre auch mega gut. Und vor allem macht es Sinn, weil so ein Obstbazar könnte man halt mega gut machen. Haben sie ja jetzt gemacht. Also, ah, Leute. Warum bin ich so hyped? Holy shit, warum hypt mich das alles so sehr? Wenn man mit seinen Pokémon gemeinsam isst, schmeckt alles doppelt so gut. Ja, aber die Wollis essen gar nichts. Du und du auch nicht. Voila. Das übelste insane Geräusch. War das schon immer so majestätisch? Für eine Poképuppe. Eine hübsche Puppe. Sie ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Gut. Und wer sind sie denn? Ha, ich gehe so gerne in der Boutique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. Ja, wird Zeit, dass wir uns auch mal umkleiden. Ich finde gerade was... Guck mal, da sind Taschen. Da müssen wir hin, Alter. Da müssen wir hin. Achso. Geile Musik, Diggi. Wenn du etwas gekauft hast, kannst du es gerne in der Umkleidekabine anziehen. Ah, hier, warte, hier sind Taschen bestimmt, oder? Nee, ich kann die nicht ansprechen. Okay, ich muss wahrscheinlich mit ihr dann sprechen, wenn ich was haben will. Wusstest du, dass jeder Laden andere Sachen verkauft? Also, die Artikelauswahl hier ist schon etwas zu kindlich für meinen Geschmack. Okay, zu kindlich? Sieht sehr kindlich aus hier. Hallo. Sie sieht aber auch, hat auch ein nices Design. Willkommen in unserer Boutique. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Bequemes Shirt. Okay. Das sind einfach so schlichte Shirts. Also, wollen wir uns so schön in Pink kleiden? Streifenhemden, okay, ja, interessant. Also, wir brauchen auf jeden Fall... Alter! Oh, das ist insane. Irgendwo habe ich schon mal so richtig geile Artworks, also so Shirts mit Artworks gesehen in diesem Spiel. Ich weiß aber nicht, ob es dieses Arcani-Artwork war. Holy Macaroni. Das Curry-Portrait ist ja nice. Was ist das für ein Pokémon? Keine Ahnung. Aber das Urban sieht tatsächlich am interessantesten aus, glaube ich, ne? Was war hier nochmal? Streifen nur. Spotrot ist sweet. Ich glaube, ich hole mir erstmal das. Okay? Möchtest du dir gleich anziehen, was du gekauft hast? Ja. So, dann gucken wir mal weiter. Kapuzenjacke. Ja? Ist schon nicht uncool so, aber passt nicht unbedingt zu dem Shirt, was wir haben. Also ich würde das schon ganz gerne mehr zeigen. Deswegen, nee, lassen wir es erstmal so. Skinny Hose rot. Aha. Ich hoffe, dass echt viel mehr Kleidungsstücke und so kommen. Beige. Ja, was passt jetzt farblich dazu, ne? Das ist jetzt so die Frage. Wir könnten erstmal eine dunkle Hose nehmen. Ich bin kein Modeexperte, Leute. Ihr wisst es bestimmt. Weiß sieht halt ein bisschen langweilig aus. So, ein bisschen sehr farblos. Also ich werde auch das Shirt definitiv irgendwann ändern. Nehmen wir Violett oder Marineblau? Ich nehme Marineblau. Komm, auch wenn es nicht hundertprozentig passt, dann ist das halt so. Okay? So, Socken. Ganz, ganz wichtig, die Socken hier zu wählen. Haben wir irgendwie weiße Socken oder so? Sind die gut, passen die gut dazu? Oder nehme ich lieber dunkle, dass sie so aussieht, als wie viele Socken gibt es denn? Was ist falsch mit euch? Ich hätte gern... Keine Ahnung. Haben wir irgendwo schwarze Socken? Hier, kurze Socken schwarz.
Haben wir lange Socken? Sind die hier unten? Strumpfhose. Cool. Interessant. Ich nehme die schwarze Strumpfhose, wenn es eine gibt. Vielleicht sieht das gut aus. Weiß. Das schwarz. Ja, komm, nehmen wir einfach die, oder? Nehmen wir einfach die. Die ist viel zu teuer! Jetzt weiß ich, wofür man das Geld hat, um sich erstmal umzukleiden. Halbschuhe, okay. Ah, hier, Schuhe gibt es aber nicht viele. Was haben wir denn gerade für Schuhe? Ja, da sind die schon geiler, oder? Ich nehme einfach mal die, die passen zum Shirt, halbwegs. Okay. Oh, Rucksack. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Oh Gott, es sind alles so Tragetaschen. Aber es ist alles besser als das hier, Leute. Also, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Den finde ich, glaube ich, cool. Ja. Farblich. Ich meine, die sind farblich alle ganz cool. Ich könnte auch blau nehmen. Würde zu der Hose noch so ein bisschen passen. Aber dunkel wäre auch okay. Passt halt zum Shirt dann. Ach komm, bisschen Farbe tut uns nicht schlecht, glaube ich. Nehmen wir mal. Wir sind arm, Leute. Wir sind bald arm. Ballonmütze. Oh, ich glaube, Mützen gibt es viele, ne? Ja. Ballonmützen erstmal. Okay, ist jetzt nicht so mein Fall. Gibt es nur die... Okay, es gibt noch die Strickmütze. Die haben wir ohnehin schon, ne? Das heißt, da müssen wir uns keine neue kaufen. Es sei denn, es gibt eine mit einem richtig nicen Design. Aber ehrlich gesagt sind die Strickmützen jetzt nicht so mein Fall. Von daher lassen wir das mal. Eine Brille würde natürlich gut zu uns passen. Theoretisch. Da könnten wir uns jetzt nochmal so ein bisschen anpassen. Eine schwarze Brille. Ja. Haben wir hier noch eine andere? Ne, ist alles die gleiche, ne? Dann lass uns doch noch eine schwarze Brille kaufen. Damit wir komplett arm sind. Schlichte Handschuhe. Keine Handschuhe, Handschuhe. Ich glaube, ich finde so Handschuhe, wo die Fingerkuppen rausgucken, ganz cool. Aber die gibt es hier nicht. Dann lassen wir das erstmal. Wir haben auch eh nicht mehr so viel Geld. Wir sind jetzt ein bisschen eingekleidet. Okay. Das erste Mal ein Charakter mit Brille, glaube ich, den ich hier spiele. Aber okay. Wenn wirklich in jedem Laden andere Sachen sind, super geil. Super geil. Okay, wir sehen jetzt ein wenig anders aus. Die Brille verändert uns halt einfach komplett, ne? Okay. So, hier waren wir schon. Das heißt, wir verlassen die Stadt dann allmählich. Aber wie gesagt, ich möchte mir gerne überall Zeit lassen. Oh, oh. Habe ich meine Pokémon geheilt? Bin mir nicht sicher. Sag mal, Flo, für einen echten Trainer ist die Arena-Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Ja, würde ich schon sagen. Aber die Arena-Challenge weiß ich natürlich nicht, was sie ist. Du weißt nicht, was die Arena-Challenge ist? Na, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Dilin könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deshalb will ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena-Challenge teilnehmen, oder? Dann könnten wir uns beide gegenseitig anspornen. Wie echte Rivalen. Die Professorin wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Okay. Ja, wir sollten vor allem gucken, ob wir unsere Pokémon geheilt haben. Wenn jetzt der Rivalenkampf gekommen wäre, wäre schön blöd gelaufen. Na gut, dann machen wir das eventuell nochmal. Das halte ich für eine kluge Sache, das anzugehen, oder? So, heile, heile, heile. Mal sehen, wie das aussieht. Okay, schön in der Nahaufnahme. Der Ladebalken ist auch nice. Vielen Dank für deine Geduld. Gerne, gerne, Alter. Hier werde ich wahrscheinlich öfter nochmal vorbeischauen. Goodie. Dann haben wir hier oben noch ein Haus. Vielleicht könnte das nochmal was Besonderes sein, weil uns Hopp davor aufgehalten. Ich will immer Hopp, Hopplo oder Tali sagen. Gerade wo wir jetzt Uzumiya ja nochmal gespielt haben in der Versus. Zwischen Zania und Dilian herrschte früher einmal eine gesunde Rivalität. Ja, Rivalen und so, ne, das ist hier so ein großes Thema aktuell. Dilian liebt Pokémon über alles und vor allem liebt er es, mit ihnen in den Kampf zu ziehen. Schon früher hat er immer 100% gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Ja, wäre auch dumm, nicht 100% zu geben. Immer Vollgas, Leute. Immer Vollgas voraus, bis in den Herzinfarkt hinein. Lektion Nummer 1 für Pokémon-Trainer. Das Pokémon ganz oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Lektion Nummer 2 für Pokémon-Trainer. Regelmäßig speichern. Lektion Nummer 3 für Pokémon-Trainer. Wenn ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die seinem eigenen Typ entspricht, steigert das ihre Stärke. Mal sehen, ob die Lektionen weitergeführt werden, so in den nächsten Städten und so. Nur das Wissen eines Trainers kann einem Pokémon seine wahre Stärke entlocken. Dem würde ich zustimmen. So, wollen wir mal ein anderes Pokémon nach vorne machen? Wir haben ja Kugel jetzt schon ein bisschen gesehen. Heilen. Achso, das ist einfach dann, dass ich ihm ein Item geben kann und so, ne? Ja. Warte, nicht Bericht. Ah! Bitte mach den Bericht doch einen runter und mach Pokémon bewegen einen höher. Das ist, glaube ich,
Ich glaube, man bewegt öfter, als dass man in den Bericht guckt, oder? So, wir haben jetzt Matty vorne. Und Matty müssen wir vor speziellen Angriffen aufpassen. Und ansonsten sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Anspannung haben wir. Okay, das heißt, wenn irgendwer Bären hat, dann Pech gehabt, Alter. Hier liegt ein Item. Belieber. Können wir verkaufen zumindest, ne? Können wir verkaufen. Das Haus der Professorin erkennt man auch von Weitem an seinem violetten Dach. Okay. Das sieht auch wieder nice aus, wie weit man so blicken kann und so, ne? Hier unten mit dem Fluss und so. Hier hinten sind so Felder und alles. Ich mag die Region einfach, also den Stil der Region. Hawaii und so, alles cool. Aber so landwirtschaftlich, bauernmäßig, finde ich schon geil. Finde ich schon sexy. Finde ich schon. Ich bin großer Fan von Natur. Ich meine, klar, Hawaii ist auch Natur, aber ich mag auch die Natur in Europa. Gerade bei uns jetzt so, auch sehr gerne. So, Route 2 sind wir angekommen. Oh, da ist schon irgendwas. Da ist was Neues. Da ist was Neues. Oh, hopp, geh weg, Alter. Da war was Neues. Hey, Flo. Ja, was ist los? Kämpfchen? Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich's dir. Wer einen Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Dillion? Wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Flo. Die Pokébälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Ja, scheinbar. Hier habt ihr ein paar Pokébälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommen einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. 20 Pokébälle. Ja, dann verstehe ich, dass man keine kaufen konnte. Wenn ihr ein Pokémon fangt... Da steht Hopp. Das ist aber nicht Hopp, der gerade spricht, oder? Es ist doch Dillion. Sonst würde er ja nicht ihr sagen. Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Ich glaube, da sind häufiger Fehler schon gewesen mit diesen Anzeigen, wer gerade spricht. Wartet's nur ab, ich werde 0, nichts der allerbeste Trainer der Welt. Die Professorin wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Na dann, leg los. So, und ich will jetzt dieses Pokémon haben. Wo auch immer es war. Oh mein Gott, ein Fuchs. Ach, das war das Eichhörnchen. Ah, warte, habe ich den schon mal gesehen? Kleptifuchs. Kleptifuchs? Alter, das kommt doch locker von Kleptomane, oder? Der klaut Sachen. Kleptifuchs. Auch sau cool. Ich mag das Design. Okay, wir gehen auf den Piekser. Es ist locker Feuer, oder? Ah, wobei, muss ein Fuchs immer Feuer sein, nur weil er rot ist? Der hat hinten so einen komischen Schwanz. So, Piekser hat jetzt nicht sonderlich viel gemacht. Das heißt, wir gehen nochmal auf den Piekser. Rutenschlag kommt jetzt von Kleptifuchs. Was ist das für ein Schwanz? Das sieht so aus, als wenn da... Wie so eine Blume quasi. Also nicht, dass es eine Blume ist, aber sieht so ein bisschen nach einer Blume aus. Also es könnte innen drin noch irgendwas sein. In dem Schwanz drin. Okay. Werfen wir einen Pokéball. Kleptifuchs. Holy shit. Finde ich cool. Finde ich cool. Nice. Ah, okay, wir haben es. Okay. Damit jetzt unser 5. Pokémon bereits im Team. Sehr, sehr viele Galar-Pokémon erstmal am Anfang. Finde ich sehr gut. Level 8 für Matty. Perfekt. Dort nehmen wir natürlich. Und Clownwetzer. Sadder. Oh, warte mal. Clownwetzer plus Überheblichkeit? Bruder. Clownwetzer erhöht auch Angriff und Genauigkeit, ne? Das heißt, danach ist unsere Überheblichkeit einfach schon auf plus. Auf 60, auf 60er Stärke. Und wenn wir es nochmal einsetzen, auf 100er Stärke. Alter. Das könnte richtig insane werden noch. Okay. Neuer Eintrag für Kleptifuchs. Fuchs-Pokémon Typ Unlicht. Sehr cool. Mag ich. Bekämpft 1. Ah, man sieht auch immer, wie viele man bekämpft hat. Da habe ich, glaube ich, was auf Twitter zugelesen. Dass je mehr man bekämpft hat, desto höher irgendwie die Shiny-Chance ist oder sowas in die Richtung. Wahrscheinlich hat es ein Limit, aber auch interessant. Es ist sehr vorsichtig und gerissen. Vielleicht ist es aber auch die Chain gerade. Also, wie viele man in Folge bekämpft hat, könnte auch sein. Es ist sehr vorsichtig und gerissen. Nachdem es Futter stibitzt hat, ja, Klepto, macht es sich davon und verwischt dabei seine Spur mit seinem Schweif. Coole Idee. Und wir geben Kleptifuchs natürlich einen Namen. Losen wir mal wieder aus. Und das passt sehr gut, denn wir haben tatsächlich einen weiblichen Namen für einen weiblichen Fuchs bekommen. Und zwar, ich hoffe, es passt rein, das ist ein ziemlich langer Name. Snorflexara, right? Ja, perfekt. Sehr gut.
Ist jetzt unser kleiner Klepti-Fuchs. Wie ist der Klepti-Fuchs? Oh, da ist noch was Neues. Was bist du? Bist du Kamehubs? Oh Gott. Das ist die Vorentwicklung von diesem. Ist das hässlich? Das ist die Vorentwicklung von diesem Schildkröten-Pokémon, was wir gesehen haben, ne? Das war Wassergestein. Bin ich lieber mal ein bisschen vorsichtiger und gehe in Kugel rein. Weil nicht, dass das jetzt mit einer Gesteinsattacke ankommt oder so. Wenn es physisch ist, werden wir das sehr wahrscheinlich überleben, aber ich will jetzt gerade mal kein Risiko eingehen und erstmal gucken, was das so kann. Aquaknarre, okay. Und wäre speziell gewesen. Hätte auf jeden Fall gut Schaden gemacht. Zweigstoß sollten wir nicht einsetzen, von daher gehen wir wahrscheinlich auf einen nicht sehr effektiven Kratz. Wie hässlich das ist. Also die Weiterentwicklung ist cool. Ist in Ordnung auf jeden Fall. Auch nicht unbedingt mein Favorite, aber ist in Ordnung. Biss hat ganz schön viel gemacht. Ich glaube, das konnte auch Titankiefer haben. So, und Kamehubs ist auch relativ klar, woher der Name kommt. Kame ist, glaube ich, Schildkröte auf Japanisch. Und Hubs, ne, frisst wahrscheinlich ganz gerne. Zumindest hat das Andrea nachher so einen richtig stählernen Kiefer und so. Wir können ja auch immer direkt Theorien aufstellen, woher die Namen wohl so kommen. Bei Maikro war es ja auch Meise und Kro. Kro, weiß ich gar nicht so genau. Ob das schon irgendwie so auf Krähe oder sowas anspielt. Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, es wird sich zu Kramer entwickeln. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es nicht garantiert sagen. So, und damit haben wir jetzt unser sechstes Pokémon, ne? Und zwar Kamehubs. Also das wäre, glaube ich, das erste, was ich auswechseln würde. Es sieht weird aus. Schnapp-Pokémon Typ Wasser erstmal nur. Im Kampf greift es mit dem steinharten Horn auf seinem Kopf an, schreckt der Gegner zurück, schnappt es zu, ne? Und lässt nicht wieder los. Okay, also es kann sowohl beißen als auch sein Horn nutzen. Okay, auch hier geben wir natürlich einen Spitznamen. Mal gucken, was da rauskommt. Und wir werden es Anakin nennen. So. Ist, glaube ich, eher ein männlicher Name. Soweit ich weiß. Aber ist ja egal. Wir achten hier nicht auf Geschlechter. Es ist schön, wenn es funktioniert. Aber muss es natürlich nicht. So, Maikro und Dings. Ich denke, wir gehen einfach mal weiter auf der Route. Wenn hier noch Pokémon sind, die wir... Aber ob nur neu... Ach, guck mal. Es kommt wirklich zu einem gelaufen gerade. Ne? Es hat mich entdeckt. Oder will es doch nicht mehr zu mir? Ich weiß es nicht. Warte. Kommen wir hier raus? Doch, guck, das kommt angelaufen. Die wollen beide zu mir. Die kleinen süßen Racker. Sehr interessant. Ist das ein neues? Ah, Voldi! Rudi! Voldi gibt's ja auch einfach. Nice. Dann müssen wir uns schon überlegen, ne, welches Pokémon wir mitnehmen. So viele Galar-Pokémon. Holy shit. Ja, ist für Matty jetzt nicht unbedingt das allerbeste, der allerbeste Fall hier. Ja, ich weiß nicht, ob das physisch oder speziell angreift. Gar keine Ahnung. Was hast denn du für eine... Entlastung! Interessant. Entlastung ist eine coole Fähigkeit, gerade fürs Competitive später. Und Panzerhaut, ja. Das dachte ich mir schon. Okay, und Prügler kannst du... Alter. Prügler muss doch mega stark sein mit 6 Punkten. Na, wobei, nee, die greifen ja nur mit dem jeweiligen Angriffswert an, ne? Das, Okay, interessant. In was will ich reingehen? Will ich in Pack Z gehen? Wie gut ist denn deine Spezialverteidigung eigentlich, Rudi? Nicht so gut. Aber wir können ja mal, nicht Wommel, Wolli hier reinwechseln. Wolli gegen Voldi. Die haben es aber auch mit ähnlichen Namen hier, ne? So, Pack Z, zeig mal, was du kannst. Wangenrubbler. Okay, Para haben wir auch schon mal gewiss. Macht aber auch nur 1 KP. Das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, wie viel unser Tackle machen wird. Nicht so viel, nehme ich mal an. Da kommt der Rutenschlag, das ist okay. Du kannst auch zweimal Rutenschlag drücken, dann haben wir immer noch eine okaye Verteidigung wegen Flauschigkeit. Es sei denn, das Ding kann plötzlich einen Feuermove oder so. Einfach so ein Feuerzahn. Ah, 3 Tackle brauchen wir, glaube ich, um es über 50% zu bringen. Ich denke, ich muss es nicht mal auf 50% bringen, aber ich tue einfach so. Aber ich mag es, wie Wolli angreift. Finde ich gut. Ich mag auch das Paralysierzeichen sehr gerne. Und bisher haben wir noch keine Fullpara bekommen. Mal sehen. Nö, auch jetzt noch nicht. Okay. Vielleicht haben sie da auch die Para-Chance und so wieder verringert. So, einmal gehen wir noch auf Tackle. Ist ja alles noch fein hier. Ist ja alles noch okay. Wir sind jetzt auf -2. In Ordnung. Ah, jetzt kommt die Fullpara. Na klar, kommt jetzt die Fullpara. So, komm. Wangenrubbler nochmal. Dürfte jetzt 3 KP oder so vielleicht machen. Ja. Ah, noch. Komm. Okay. Vielleicht haben sie die Para-Chance doch nicht verringert. So langsam wird es schon gefährlich, ne? Wenn dann irgendwann nochmal ein Crit kommt und der auf Tackle geht oder so.
Wobei Wangrubbler gar nicht so viel schwächer sein dürfte. Und wir fangen es vermutlich eh. Ich gehe das Risiko ein, dass Wally hier stirbt. Denn ich glaube nicht daran. Let's go. So. Bleib bitte drin, Wally. Was? Direkt raus. Okay. Interessant. Das scheint ein wenig schwieriger zu fangen zu sein. Apport! Crazy! Das kann also benutzte Items wieder auffinden. Das ist also quasi wie Mitnahme. Vielleicht ist es sogar genau dieselbe Fähigkeit wie Mitnahme. So, Loco Loco. Ich werf dich einfach mal rein. Du kannst ja auch noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte dann gebrauchen. Und deine Verteidigung ist halt noch nicht auf Null quasi. So, Loco Loco ist in der Game. Da kommt ein Tackle. Wie viel macht er? 4 KP. Okay. So, jetzt würde ich ganz gerne mal die Angriffswerte vergleichen wollen. Wir haben hier einen Angriff. Ich habe ja gar kein Gefühl für die Pokémon. Von 12. Und bei Wally war es ein Angriff. Wo ist Wally? Wo ist Wally? Da, 9. Ja, aber ein Tackle wird den noch nicht killen. Ein Tackle wird den noch nicht killen. Nee. Ich hätte auch auf Biss gehen können. Wäre auch okay gewesen. So, erstmal kommt Tackle von ihm. Jetzt kommt Tackle von mir. Sollte nicht killen. Wir sind nur auf Level 6. Ja, schön. Okay. So, und jetzt werfen wir einen Pokéball nochmal. Let's go. Bitte, Voldy, bleib diesmal drin. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und dieses Mal klappt es. Okay. Da haben wir Voldy gefangen. Werde ich, denke ich, für die Schildkröte reinnehmen, weil die ist echt weird. Aber okay. Die sah für mich auch gar nicht unbedingt danach aus, als wäre das schon eine finale Entwicklung, die man im Trailer gesehen hat. Aber Vorentwicklung macht durchaus Sinn. Typ Elektro. Reines Elektro-Pokémon erstmal wieder. Ich hoffe, es bekommt einen Nebentyp. Es gibt so viele reine Elektro-Pokémon, die brauchen mehr Nebentypen. Im Austausch gegen Leckerlis hilft dieser kleine Vielfraß Menschen bei der Arbeit. Beim Rennen wird es von knisternder Elektrizität umhüllt. Nicey. Ich weiß gar nicht, ob man schon wusste, ob das Typ Elektro ist. Also macht Sinn bei den Namen und so, aber ja, weiß ich nicht, ob man schon wusste. Und unser Voldy nennen wir André. Okay. So. Und in mein Team sehr gerne. Erst einmal für die Schildkröte, denke ich. Also, die nehmen wir bestimmt irgendwann dann auch mal ins Team. Wir können ja auch gerade, wenn wir so viele Galar-Pokémon am Anfang fangen können, dann können wir die auch durchaus mal zwischendurch ein bisschen wechseln. Oh Gott, Voldy hat mich in irgendein wildes Pokémon gejagt. RIP. In einen Raffel. Okay. So, ich denke, wir müssen jetzt nicht jedes Pokémon besiegen. Ich glaube, leveltechnisch werden wir hier wenig Probleme haben, weil man kann den EP-Teiler und so weiter auch nicht ausstellen. Ich weiß aber gar nicht, ob wir fliehen können. Ja, können wir. Unsere Meise war ja jetzt auch nicht so langsam. So, okay. Dann gucken wir mal weiter. Da unten ist ein Trainer. Will ich einen Trank investieren? Für 3 KP brauche ich es wahrscheinlich eher nicht, aber ich kann ja auch den Rest einfach mal hochhalten. Dafür habe ich so viele Tränke gekauft, dass wir die auch ein bisschen bisschen flexibler nutzen können. So, dann sind die alle wieder ready to rumble. Ah ja, und wir können Voldy natürlich sein Item nochmal wegnehmen und uns seine Fähigkeit generell mal angucken. Aus dem Beutel holen, in den Beutel stecken, ja. Wow, das haben die sehr kompliziert ausgedrückt irgendwie. So, Voldy. Apport. Trägt das Pokémon kein Item bei sich, hebt es den Ball aus dem ersten gescheiterten Fangversuch des Kampfes wieder auf. Hä, es ist echt nur für den Ball. Also komplett uselose Fähigkeit im CP. Interessant. Aber bricht es deswegen immer aus dem ersten Ball? Und holt dann erstmal diesen Ball zurück? Das wäre interessant, okay. So, wir sind minus Spezialangriff plus Verteidigung. Die Verteidigungswerte sind gut, würde ich sagen. Also in Ordnung auf jeden Fall. Init ist schlecht. Okay. Mal schauen, in welche Richtung das noch gehen wird. So. Okay, was hatten wir hier für ein Wesen? Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht geguckt. Pfiffig. Okay, das heißt Verteidigung plus Spezialangriff runter. Das ist, glaube ich, nicht optimal. Das sieht nicht nach einem physischen Pokémon aus, ne? Aber Prügler ist eigentlich ganz nice. Anwender greift zusammen mit allen Mitgliedern seines Teams das Ziel an. Je mehr Pokémon sich im Team befinden, desto höher die Anzahl der Angriffe. Aber welche Stärke das hat? Welche Stärke hat denn so ein einzelner Angriff? Stärke 10, 20, 15? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, der hat mich schon direkt ins Visier genommen. Und da ist das Shirt. Man kannte schon so ein Shirt. Also wusste man, dass es ein Eichhörnchen-Pokémon gibt. Oh, ah ne, das ist auch wieder die Meise. Die sah ganz kurz aus wie Huthut von Weitem. Okay, lass uns mal in den ersten Pokémon-Kampf gehen. Wenn sich die Blicke... Nice Music. Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainern treffen, gehört es sich einfach zu kämpfen. Von daher, let's go. Let's go. Knips Timmy fordert dich heraus. Mit dem guten alten Raffel-Shirt. Ja.
Dachte ich mir doch, dass du dann auch einen Raffel haben willst, oder? Los, Maddie! Komischer Sound gerade gewesen. Hat sich schon wieder voll nach einem Wolf angehört. Aber ich werde bestimmt überall Wölfe hören. So, wir gehen auf einen Piekser. Ich denke, sich zu setupen lohnt sich jetzt hier nicht. Wenn da mehrere Pokémon sind, so drei oder so, lohnt sich bestimmt so ein Clown-Wetzer durchaus mal. Mal sehen. So. Ja, der Tackle ist hier auch in Ordnung. Hat auch ganz gut Schaden gemacht. Ich denke, Matty ein bisschen zu trainieren ist ganz nice. Ich bin sau gespannt, zu was sich das entwickeln wird, ne? Also ich denke, die letzte, bin immer noch der Meinung, die letzte Entwicklungsform wird Kramor sein. Aber wie sehen die davor aus? That's the question. Also, was heißt die davor? Die eine Entwicklung davor. Da bin ich noch sehr gespannt. Okay. So, ein paar Erfahrungspunkte. Kein Level für Matty leider, aber das ist in Ordnung. Zumindest Erfahrungspunkte. Ich kann einfach nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Tja. Aber nur so wirst du besser, Alter. Immer die Challenges suchen. Da ist irgendwas, was mich jagt wieder. Hört sich aber sehr nach Voldy angehört, ne? Oh, hier ist noch ein Item. So haben wir hier unten ein Schild. Zwei Tränke. Ja, nice. Oh, warte, was? Mann, das geht so schnell weg. Pokémon erhalten für gewonnene Kämpfe Erfahrungspunkte und werden so stärker. Ein anderer Weg, um an Erfahrungspunkte zu kommen, besteht darin, Pokémon zu fangen. Ja. Finde ich auch immer noch eine geile Sache, dass sie das eingeführt haben, dass man auch durch das Fangen Dings bekommt. So, hier haben wir ein Item. War ja klar, wenn es irgendwo eine Abzweigung gibt. Drei Pokébälle auch nochmal. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir nochmal einen Trainer. Hier haben wir ganz viele Mikros. Finde ich gut. Wie, wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Hast du einen Voldy? Mal sehen. Göremaia fordert dich heraus. Mit Kamihaps. Ja, gut. Aber dass es so niedlich ist, hey, ich bin mir nicht ganz sicher. So, Matty, du wirst eine Aquaknarre überleben, oder? So, Anspannung wirkt. Wie viel KP hast du noch? Ein, ja, okay. Eine wirst du safe überleben. Eine wirst du safe überleben. So, wir gehen auf den Piekser. Bim! Und da kommt ein Tackle. Okay, wie viel macht der? Drei. Bin ich immer noch der Überzeugung, dass wir eine Aquaknarre easy tanken? Ja, aber wer weiß, Alter. Naja, das ist noch so eine andere Fähigkeit, die Wasserattacken boostet, wenn es vorher von einer Flugattacke getroffen wird. Und dann reicht die Aquaknarre plötzlich. Gerade bei unserer schlechten Spezialverteidigung. Wäre natürlich kritisch. Oh, es überlebt nochmal. Aber es geht nur auf Tackle. Gut, gut, gut. Dann gewinnt Matty auch diesen Kampf. Sofern Piekser nicht missen kann. Aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. So. Aber interessant, dass es Piekser ist, weil das ist quasi dasselbe wie Schnabel. Also entweder haben die Schnabel jetzt umbenannt in Piekser, was weird wäre. Aber wer weiß, vielleicht haben sie das gemacht. Snorlax Sarah erlernt auch Klauenwetzer. Sick. Vielleicht sollte ich mein Motto überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Ja, na, es muss auch nicht immer eine starke Leistung sein. Aber du hast mein Micro ein bisschen gefordert, auf jeden Fall. So viel kann man dazu sagen. Ja, Matty musste sich anstrengen, um das Ding hier zu gewinnen. So, ein Item wird hier, glaube ich, nicht drin sein, ne? Neue Pokémon, sieht jetzt auch erstmal nicht danach aus. Und das wird dann der letzte Trainer vor dem Labor sein. Ist es dann Voldy, was da wieder rumdackelt? Sieht ein bisschen danach aus, ne? Kann man hier? Ne, durch Büsche kann man nicht. Schade. Schade. Na gut. Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Ah, Hopp hatte ich schon fertig gemacht. Ist interessant, warst du dann in der Zeit schon wieder im Pokémon-Center und hast deine Pokémon wieder fit gemacht? Oder hast du den erstmal Zensekt? Das ist wahrscheinlich das Raupen-Pokémon. Sieht so aus, als hätte es halt Brillen als eine Brille auf, ne? Zensekt. Okay. Ist jetzt nicht die coolste Raupe, aber auch nicht die schlechteste. Ist okay. Aha. Interessant. Interessant. Gut. Kleptifuchs. Ja, den kennen wir ja schon. Den kennen wir ja schon. Der war Unlicht, ne? Right. Sieht mega nach Feuer aus, weil einfach rot, aber Unlicht macht auf jeden Fall für so einen Kleptofuchs definitiv Sinn. Definitiv. Ein Crit erstmal gelandet. Ich glaube auch. Boah, Entlastung. Müssen wir uns auf jeden Fall merken, falls wir mal irgendwann gegen Kleptifuchs kämpfen, was irgendwie so eine Beere triggern lässt oder so. Und wir uns denken, ja, wir sind eh schneller und müssen uns jetzt nicht heilen oder so, ne? Sollte man alles im Kopf bewahren und behalten. Ich verliere wirklich gegen jeden. Egal, ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. That's life, Alter. That's life. Okay, das sind hier die Eichhörnchen. Ja, die sahen von Weitem aus wie Voldy wieder, ne? Das ist interessant. Oh. Das war da ein Item? Ja. Schutz gefunden. Okay. Okay. Ich finde das mega gut gemacht, diese Lösung mit diesen
Zum Teil sieht man, was für Pokémon da sind, zum Teil nicht. Finde ich sehr, sehr nice. Oh mein freaking Gott. Da ist dieses Pokémon, was Ogel ausspuckt, oder? Und irgendwas Rotes noch. Oh Mann. Als ob die so viel anteasern. Viel zu geil. Ey, dieses rote Teil sieht richtig gut aus. Und ob das kleine eine Vorentwicklung von Relikant ist vielleicht? So farblich sieht das ein bisschen danach aus. Das sieht so aus wie nach so ein kleines rotes Gyarados. Alter, das sieht richtig cool aus, aber die werden wahrscheinlich nicht auftauchen. Oh, hier ist irgendwas. Oh, Angeln. Ich hab eine Angel. Bruder, was? Gyarados! Ich glaube, wir sind noch auf Route 2, ne? Ich glaube, wir dürften noch auf Route 2 sein. Das heißt, das können wir nicht fangen. Aber vielleicht... Ja, mit der wenn wir nur eine normale Angel haben. Ich weiß nicht, ob es Super-Angel und Profi-Angel hier wieder gibt. Sind hier noch andere Fleckchen zum Angeln? Hier vielleicht irgendwo? Nein? Huh. Aber ist kein Routenwechsel hier, ne? Nee. Hä, aber mega gut. Aber ist die Stelle jetzt einfach weg? Nee, sie ist wieder da. Oh, bitte gib mir dieses rote Ding. Ich weiß halt nicht, ob nur Carpador kommen kann. Komm. Ah, wieder nur Carpador. Ich glaube, einen dritten Versuch gebe ich mir noch. Oh, weil wenn man die hier fangen könnte, mega insane. Also ich weiß natürlich nicht, wie es aussieht. Es kann immer noch super hässlich sein, aber das sieht schon geil aus. Also gerade das Rote und das andere könnte eine Weiterentwicklung haben. Vielleicht Relikant, vielleicht aber auch generell was anderes. Ah, da ist es auch schon wieder. Okay, ich will das Rote sehen. Bitte. Bitte nicht wieder Carpador. Ah, okay. Ja, vielleicht kriegt man hier nur Carpador. Shit. Aber interessant, dass wir direkt eine Angel dabei haben, ne? Viele Items werden dir gar nicht erklärt, dass du sie hast. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Pokebälle verpasst habe. Das weiß ich nicht. Aber die Angel habe ich auf jeden Fall nicht verpasst. Aber wir können ja mal gucken. Guck mal, eine Angel haben wir hier direkt, ja. Ansonsten haben wir hier Sonderbonbon-Schutz. Ich kann mal durchgucken, ne? Ob wir hier vielleicht noch irgendwas haben, von dem wir nicht wissen. Aber, ne, sieht so aus, als hätten wir alles gesehen ansonsten. Okay. Interessant. Ah, ich will das Rote sehen. Vielleicht ist das sogar die Weiterentwicklung von dem... Na komm, wenn hier nochmal eins auftaucht. Vielleicht ist das auch die Weiterentwicklung von dem anderen, von dem Grauen. Ah, ich glaube, es gibt hier nur Carpador. Puh, my life, Alter. Na gut. Dann ist das so. Dann geben wir uns geschlagen und hoffen, dass wir irgendwann eine bessere Angel kriegen. Oder einen besseren Fundort. Kann ja auch sein. Vielleicht kann man die hier auch schon finden. Aber ich will mal jetzt nicht die ganze Zeit hier mit... Guck mal, hier sind so richtige Kratzer und so im Boden drin. Sieht also sehr danach aus, als müssten wir gleich nochmal kämpfen. Schau mal, da ist die Professorin. Die ist sehr alt. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolica. Kommt nur mit herein. Was sehe ich da, Hopp? Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Flo sein. Meine Enkelin Sania hat dir ein Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Ha, Flo, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch Dilien. Pokémon hier, Dynamax da. Muss sich jedes Gespräch um Pokémon drehen. Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend.
Entschuldigen Sie, Professorin, aber könnten Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass sie daran teilnehmen, Dilion? Hop und Flo sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ah, ach so. Aber war es nicht auch dein Traum, dass Oskala irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Boah, der Hop geht richtig ab. Na schön, ihr solltet eure Empfehlungsbriefe haben. Aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mir einen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich noch eure Pokémon fit. Das dachte ich mir doch schon. Deswegen habe ich nicht nochmal Tränke reingeballert, als ich das Arena-Feld gerade gesehen habe. Oh, coole Sache. Flo, ich warte draußen auf dich. Okay, das heißt, wir müssen Hop erstmal bezwingen. Ein richtiger Kampf ist gut für eure Pokémon. Und was gut für eure Pokémon ist, ist auch gut für euch. Haben wir hier irgendwas, was wir uns angucken können? Ein Kühlschrank mit Kratzspuren. Vielleicht haben Pokémon versucht, ihn zu öffnen. Ah, okay. Aber welche? Kleptofuchs? Hieß der Kleptofuchs? Warte, ich muss jetzt nochmal nachgucken. Nicht, dass ich ihn die ganze Zeit Kleptofuchs nenne und er heißt ganz anders. Kleptifuchs. Ja, aber ansonsten heißt er so, okay. Mit X aber. Ne, damit man nicht drauf kommt, dass das ein Fuchs ist, so. Ist der? Oh, guck mal hier. Den kleinen. Irgendwie sind die ja auch niedlich. Ja, hässlich und niedlich. Beides gleichzeitig irgendwie so. Wenn hier gerade kein Feuer brennt, nutzen Pokémon den Schornstein als Ein- und Ausgang. So Eichhörnchenmäßig. Ja, finde ich schon sweet. Finde ich schon sweet. Sind Sie der Mann? Sie sehen sehr, sehr standardmäßig aus. Damit Pflanzen gedeihen, muss man sich nach ihren Bedürfnissen richten. Man darf nicht den Fehler machen, ihnen seine eigenen Wünsche aufzuzwingen. Eine lieblich duftende Pflanze. Bei Pokémon kommt sie bestimmt auch gut an. Ist das hier auch noch eine bestimmte Pflanzensorte? Nö. Guck mal, da oben ist so eine Stange quasi, wo sich Vögel vielleicht draufsetzen könnten. Vielleicht ist es dafür. Also, dass da ein Mikro draufsetzen kann. Wäre witzig, wenn das hin und wieder mal da ist. Vielleicht auch je nach Jahreszeit oder so, falls es Jahreszeiten gibt. Weiß ich ja nicht. Man kann nach oben noch. Was gibt es hier oben noch Schönes? Bücherregale. Hier stehen eine Menge Bücher, die alle sehr anspruchsvoll aussehen. Ein paar wurden sogar von Professor Magnolica selbst geschrieben. Aha. Steht hier auch nochmal. Oh, ist das Sanias Zimmer? Die muss ja auch irgendwo ihr Zimmer gehabt haben. Kleine Woldi und Herzchens, Digga. Süß. Dieses Make-up-Set ist gerade sehr... Ja, genau dafür habe ich mich interessiert. Für dieses angesagte Make-up-Set. Neben Wissenschafts- und Modemagazinen stehen hier auch ein paar alte Bücher. Mhm. Guck mal, da unten sieht man sogar so ein Bild von Sanya und ihren Eltern wahrscheinlich, ne? Möglicherweise. Oder von ihrer Großmutter, als sie noch ein bisschen jünger war. Eine Rundbürste und ein Föhn wurden hier einfach abgelegt. Mensch! Sowas aber, Osania, was soll denn das nur mit dir? Hier hängen einige Skizzen und Fotos, ja? Und zwar ein Smetbo und ein Zubat. Ansonsten nicht so wirklich identifizierbar, das Ganze. Aber sehr cool. Sehr cool. Ich mag solche kleinen Details immer sehr gerne, wenn da irgendwie so Skizzen von irgendwas sind. Manchmal teasern die ja auch gerne was an. Also Smetbo hat man ja im Trailer auch schon gesehen, dass das eine Dynamax-Form bekommt. Giganta Dynamax ist es, glaube ich, ne? So, hier habe ich doch direkt gesehen, dass wir hier irgendwo hin können. Hä? Ohne TM! Okay, Gegenstoß. Ist jetzt natürlich nicht so crazy. Anwender lädt die Attacke auf, handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Man kennt. Ist gar nicht so schlecht für langsame Pokémon halt, ne? Das geht schon. Okay, und hier konnten wir nicht rein, nehme ich an, ne? Nö. War das Arenafeld hier hinten? Nee, hier waren Pflanzen, aber da ist auch nochmal ein Item, Leute. Sehr gut. Superball. Wenn wir mal ein interessantes Pokémon finden. Wie hier einfach alles zugestellt ist. Hier kommt doch kein Mensch mehr rein. Was soll denn das? Okay, Leute, dann würde ich... Oh, eine Flasche Tafelwasser. Ja, nehmen wir mal mit. Wurde ein bisschen angesabbert von Professor Magnolica, aber
Ansonsten geht das schon. Geht das schon. Ja, beim nächsten Mal würde ich sagen, machen wir dann hier weiter. Und zwar geht es dann wieder gegen Hopp. Mal sehen, wie der sich entwickelt hat mittlerweile. Ob der neue Pokémon schon hat. Ob der vielleicht auch Pokémon hat, die wir noch nicht gesehen haben. Und wir testen natürlich dann auch unser Team mal. Also gerade abgesehen von Chimpap. Gucken wir einfach mal, wie sich Matty, Lokoloko, Paxi, Snorlax, Sarah und André so verhalten. Wir werden sehen. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich wieder gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wir sehen uns. Bis dahin und tschüss.